3, 2, 1, wunderschönen guten Tag zusammen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von den Pete Sweet Robot Fights, kurz auch Profi. Hallo. Mit Peter, hallo. Sebastian, Dennis und Jonathan. Und guten heute Tag. Haben wir uns darauf geeinigt, 3 Reifen zu benutzen. Und, bis zu 30 Schubdüsen. Also 6 Schubdüsen pro Seite, wobei die nicht nach unten sein dürfen. Das heißt, links, rechts, vorne, hinten, oben. Richtig? Ja. Ja. Oh, unten eher. Und aber jeweils dürfen da 6 Schubdüsen hin, die dürfen aber auch nicht drehbar sein. Ja, nicht, dass du auf einmal in eine Richtung dann 10 hast, ne? Das ist ja dann ein bisschen. Ja, die sollen nicht drehbar sein, fertig. Ja. Jo. 30 Minuten Bordzeit. Beginn in 3, 2, 1. Hallo? Ich glaube, Jay ist doch nicht da. Ich bin noch nicht da. Wir haben weitere Anreise. Noch nicht da. Aber wahrscheinlich ist er zu Fuß schneller, als wie du dich heute fortbewegen musst. Oh ja, Christian hat ein neues Fahrzeug. Jetzt bin ich da. Jetzt ist Jay da, ich gebe dir nachher 15 Sekunden drauf. Nee, warte, ich habe auch noch nicht angefangen. Ich habe auch noch nicht angefangen. Ich gebe euch nachher 15 Sekunden eigentlich mal. Okay. So, jetzt läuft. Okay. What the fuck, ich bin gerade hardcore zurückteleportiert worden. Ich habe minimiert, Junge. Okay, ich bin auf der halben Strecke, egal. Ja. Heute muss ich rumfahren. Mit dem tollen Siegerfahrzeug vom letzten Mal. Beziehungsweise muss ich gar nicht, ja. Ich fahre damit rum. So, mit diesem tollen Ding. Was letztes Mal gewonnen hat. Gucken wir uns das mal an, wie das so funktioniert. Das kann ja nur toll sein. Mensch. Was kann das Ding denn so? Also, ein Knopf für Schubdüsen sein. Okay, wow. Woo! Das war Tilt-Error. Das geht aber eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Fangen wir doch mal bei Peter an. Der hatte ja... Nee, der hatte noch weniger Zeit. Fahren wir mal zu Jonathan rüber. Können wir eigentlich so flippen jetzt? Hui! Boah, was ein Trick, ey. Oh Gott. Oh Mann, warum? Warum? Okay, Jonathan hat auch noch nichts gemacht. Ey, das hört sich an, als würde E.T. nach Hause telefonieren wollen oder so. Telefonier nach Hause. So. Du hast ein Dreieck gebaut, das finde ich ja sehr spannend. Ja, so ein Dreirad, was wir bauen müssen, ne? Ja, du sollst ja nur 3 Reifen nehmen, aber ich hab noch... Ja, ich probier das mal, ne? Mal gucken, ob das funktioniert oder ein nicht. Ein Mini-Sternzerstörer finde ich so nice. Ja, genau. Finde ich sehr gut. Versuch zumindest ein bisschen zu tricksen mit dem geringsten, was man so machen kann. Ja. Indem man quasi so baut, hinten nur beweglich ist, in der Hoffnung nicht umfallen zu können. Und was auch noch sehr wichtig ist, was wollte ich noch machen? Was war mir denn nochmal sehr wichtig? Ich habe schon wieder vergessen, was ich da machen wollte. Weiß ich auch. Ach ja, genau, dass das angeschrägt ist, das Auto, damit ich quasi mehr Schubdüsen nach unten kriege. Weil das haben wir nicht verboten. Was? Moment. Wenn du am Kopf... Dass die eher, dass die halt nach unten gucken. Ja, also wenn ich jetzt die Schubdüsen nach hinten baue, naja doch, die sollen nicht auf den Boden drücken. Aber wenn ich jetzt schief angeschrägt bin, drücken sie zu 27 Grad vielleicht auf den Boden. Ja, muss ja keiner wissen. Aber also, ich weiß, es ist gefährlich jetzt, aber bist du nicht zu klein, um da 30 Schubdüsen drauf zu knallen? Schau mal, ne? Deswegen habe ich auch schon Metall gebaut. Aber ich werde nochmal. Ich werde das hier nochmal größer machen müssen. Um einen. Weil sonst kann ich nicht lenken.
Dachte, ach, weil die gehen, Reifen dann dagegen drücken. Ja, okay. Ja, die Hurenreifen da. So. Ach, scheiße. Das sieht doch top aus. So, jetzt kommen wir erstmal der erste Fahrtest. Zack, zwei Motoren. Hm. Gefällt dir doch, ne? Also ja. Magst du ja immer. Ich meinen Fahrtest mache hier. Warte, hier noch einen dritten Motor. Wo pack ich, den in den? Scheiße. Das ist halt alles nicht mehr parallel. Oh, warte mal. Okay, vier Motoren. Du Scheiße. Das Ding lenkt gar nicht. Ah, Wendekreis, super. Das lenkt gar nicht. Vielleicht musst du vorne noch mitlenken. Ja, muss ich halt wirklich, ne? Kriegst du halt, das ist ja belastend. Dass die Reifen hinten so weit auseinander stehen, kriegst du das halt sonst nicht hin. Na egal, hast du auch noch 25 Minuten Zeit. Heute geht's ja nicht um Schönheitspreis. Nö, also, naja, wenn ich mir das so angucke, letztes Mal auch nicht. Was? Bis später. Ja, oh mein Gott, das wird schon wieder Diskussionen geben. Wir haben tatsächlich nicht gesagt, also. Ach, ich lasse einfach Diskussionen. Sollen die sich da mal gegenseitig in die Gruppe packen? Ist mir egal. Das könnte man jetzt. Alter, jetzt halt doch mal die Schnauze. Das könnte man jetzt so und so auslegen, ob die Schubdüsen angeschrägt sind, weil das ganze Auto angeschrägt ist. Das wäre auch mal wieder eine tolle Sache eigentlich. Nächstes Mal werde ich übrigens nicht da sein, muss ich sagen. Ich bin dann im Urlaub. Ich hoffe, Martin wird für mich übernehmen. Und Martin, ich weiß nicht, ob ihr da, ihr könnt das natürlich auch anders machen, aber macht doch mal wieder eine Folge, wo nichts verboten ist. Wo man einfach mal gucken kann, wer den Teufel am meisten kitzelt. Würde mich auch mal wieder interessieren. Gut. 23 Minuten noch. Gucken wir mal, was Sepp macht. Sepp baut nur Schubdüsen. Oh, okay. Das sind schon eine Menge Schubdüsen. Ja, ich hab mir gedacht, komm, mach mal direkt das Grundkonstrukt. Das kenne ich irgendwoher. Warte mal. Woher? Das kenne ich so. Das habe ich ja schon mal gesehen. Aber wo? Oh, das ist so krass. Oh, was war das denn? Nee, das waren nur Reifen. Irgendwoher kenne ich das doch. Alter. Jo. Jetzt findet er hier all die alten Schätzchen. Ja. Das hier kann ich gar nicht bauen. Und das ist nicht aus dem Workshop. Ah. Ach du Scheiße, das ist hier Jay sein. Ach du Kacke. Nee, das ist von Peter und Dennis gewesen. Echt? Sieht er aus mit so vielen Rädern. Okay. Also, oh, kannst du die Dinger vorne noch drehen, diese Arme? Ja, das kann dann der zweite Fahrer scheinbar machen. Ach du Kacke. Weil das ist ja riesig. Also, das würde hier nicht mal in die Arena passen. Irgendwie komme ich nicht drauf. Aber bisher hast du nur Schubdüsen zur Fortbewegung und die Reifen sind eher so, ja, die sind halt dran, ne? Ja, genau. Scheiße, jetzt haben wir ein Problem. Wobei, du darfst sogar nur einen Reifen. Kann das sein? Ich dürfte noch einen Reifen, ja. Ja, geil. Aber die Reifen habe ich hier dran für die Neigigkeit, weil du hast ja immer das Problem, wenn du sonst fliegst, dass du irgendwann kippst, weißt du? Mhm. Und das versuche ich diesmal ein bisschen zu umgehen, indem ich da aber du quasi schon, aktiv du gegen. Ja, ich will, also das muss ich noch einstellen, aber. Siehst du, dass wenn ich dann Gas gebe, dann kippt das. Du bewegst dich bei mir gerade gar nicht. Ja, jetzt bewegst du. So, wenn ich. Ach, wegen dem Momentum von den Reifen. Ja, aber irgendwie ist das. Null. Kerzen gerade hoch, das ist doch super. Ja, wobei Kerzen gerade nicht, du gehst nach hinten. Ein bisschen Schräglage habe ich jetzt. Kommt das durch die Reifen oder ist das Schräglage nicht? Ich glaube, ich habe ein bisschen Schräglage durch irgendwas. Hast du da eine Achse drin? Nee. Hä, die Reifen bringen ja überhaupt nichts. Die ist da hinten links. Warum auch immer. Ja, irgendwie schon, aber. Wahrscheinlich, du bist ja aber auch nicht eben gestartet. Ne? Das musst du ja auch immer. Ja, das stimmt, aber es sah eher so aus, als wenn das irgendwie andere Gründe hat, warum ich da. Also, es kann schon sein, dass es so ein bisschen. Weil es nicht symmetrisch geht.
Und zumindest nicht so, wie ich es angefangen habe zu bauen. Ist mir leider erst später eingefallen. Aber sonst mache ich irgendwo nur eine Ente oder so drauf und dann ist gut. Ja, die Ente würde richten. Oh, ich weiß warum. Oh, ich weiß warum, weil der Motor hier das ein... Das schon, warte mal, 3, 6, 1, 2 drüben ist. 11, 12, 13, 14. So. Jetzt sind ja erst 14 Schubdüsen. Ah ne, Quatsch, die da unten ja auch. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 Schubdüsen da bisher. Hast du sogar ja. noch 10. Ja, die für die Seite. Ich brauche halt die für die Seite nicht. Also das ist so ein bisschen. Ich weiß jetzt noch nicht, was ich damit machen soll. Hast du vorne ein Gelenk drin? Nee, ne? Nee, ich habe nirgendwo ein Gelenk drin, damit nirgendwo was. Damit ich einfach. Ich möchte eigentlich schweben, also jetzt muss ich ein bisschen gucken vom Gewicht her, dass ich gerade schwebe und dann habe ich noch extra Schubdüsen, die mich quasi abheben lassen. Aber das reicht. Das reicht jetzt natürlich nicht, ne? Das ist ja dumm. Ich find's schön, wie viele Knöpfe du bisher hast. Ja, ich auch. Wie gut hast du. Ja, sehr ambitioniert. Mal gucken, ob das was wird. Ich fahr mal weiter zu Dennis. Ja, mach das. Bis gleich. Bis gleich. Sepp zieht das immer hinaus zu den Sternen irgendwie. Also der will mal fliegen. Ich glaube, das würde eine Katastrophe. So, pass auf. Der hat nicht geklappt wegen dem scheiß Mais. Alter, macht halt Spaß, das Fahrzeug. Eigentlich ist das gar nicht so schlecht. So, Bram. Ahoi. Das sieht doch schon. Moment. Ich sehe 4 Reifen. Oh, scheiße, stimmt, wir dürfen nur 3 haben. Oh, fucking hell. ja. Das ist richtig. So, ich habe nur 3 Reifen gerade. Moment, um den Rest kümmern wir uns gleich. Erstmal mache ich das Ding jetzt hier fair. Oh, fucking hell, Alter. Scheiße, gut, dass du das nochmal gesagt hast. Also hätte ich auch vorher schon gesagt, ich habe nur gerade leider einen Anruf gekriegt, der recht wichtig war. Und deswegen habe ich einfach nur dumm rumgestanden. Aber ich dachte, du, weiß ich nicht, trickst irgendwie noch alle, indem du deinen einen Reifen abschmeißt und sagst, so. Aber... Nee, den habe ich einfach vergessen. Ja, macht ja nichts. Blau, ist ja gerade jetzt die Hälfte der Zeit rum und das sieht ja eigentlich schon relativ fortgeschritten aus. Ging auf jeden Fall noch gefixt, ja, easy. Ist ja nicht so, wieso Hilfe? Oh nein, der fliegt bestimmt wieder sonst wohin. Muss ich dir jetzt echt helfen gehen? Guck mal, was mein Kartoffelauge sieht. Was sieht dein Fickauge? Mein Kartoffelauge sieht niemanden bei Sepp. Ich sehe eine Rampe, ich sehe aber irgendwie, Alter. Nee, what the fuck, der ganze Boden besteht aus Schubdüsen. Ach, so hast du das gemacht. Yep. 13 Minütchen sind noch. Ah, du hast die da in den Boden eingebaut. So, und so. Wenn ich jetzt da hinstelle, dann funktioniert das, wa? Jo. Sieht irgendwie aus, als hättest du einen Reifen verloren. Ja, das machen wir gleich. So, okay. Ja, ist auch okay. Wir sind noch stark genug, kippen nur jetzt nach vorne. Das ist wohl so gewollt. Okay, um den Reifen kümmern wir uns jetzt erst. Das ist alles gerade jetzt. Machst du einfach. Mach du einfach hier, das wollte ich bei Jonathan auch schon. Machst du einfach hier so ein. Ah ne, das geht nicht ganz so, aber mach einfach so ein Stütz da dran. Weißt du, wie so bei so einem Fahrrad. Machst einfach so ein. So eine so eine Krücke. Ja. Wie so ein Holzbein. Scheiße. Da war mal was. Dann macht das doch am meisten Sinn, wenn ich so mache, oder? Ja, wahrscheinlich schon. Wobei. Ja, jetzt kommen wir nicht. Aber dadurch, dass du da hinten bist, genau, berührst du nicht da hinten. Da musst du tiefer. Jawohl, machen wir schon. Das fixen wir alles. Easy. Das ist ja von Anfang an so auch so gedacht gewesen. So. Bumm. Boah. Nur Oma liegt tiefer, ey. Krass. So, und nur Oma liegt tiefer, ja, das sieht so aus. So, können wir noch fahren? Oh, scheiße, Alter, wir fahren richtig kacke. Jetzt, weil wir hinten keine Lenkung haben. Moment, wir haben was hier. Ja, du so kannst machen, ja hinten eine Lenkung reinmachen. Boah, Alter, Stachel aus. Ich sage dir, das ist jetzt nicht so. Ey, ich hab da nicht verbrochen. Nee, du hast es noch nicht verbrochen. Ausnahmsweise. Ich habe nichts kaputt gemacht heute. Noch nicht. Guck mal, ob ich Peter was kaputt machen kann. 11 Minütchen hast du noch da rumzufliegen.
Ja, gut, dass wir bei Bram waren, da haben wir direkt mal aufgeklärt. Da hab ich eben schon gewundert, dass der Junge da nur 4 Reifen dran hat. Aber sagen wir mal nichts. Oh. So, auch Peter zeigt mal unseren Trick. Geil! Was ist das denn? Peter hat ein Flugzeug gebaut! Das ist der rote Baron! Also, nee, nicht ganz, aber es ist der braune Baron. Das stimmt. Voll nice! Peter hat den braunen Baron gebaut. Ja, Doppeldecker funktioniert nicht so ganz, leider. Aber wieso nicht? Also, ich meine, es ist jetzt nicht ist so, halt, dass du Luftwiderstand hast. Ja, das ist richtig, aber das, ich meine von der Optik her, weil halt dazwischen, der komplette Bereich dazwischen halt befüllt ist. Das ist gar nicht so leicht, so viele fucking Schubdüsen unterzu... Oh, fuck me. Also wenn ich hier vorne vorstehe, so ganz nah, dann erinnert mich das an Starship Troopers, an den Brain Bug oder so. Aber sonst sieht das aus wie ein Flugzeug. Ja, das sollte tatsächlich auch ein Flugzeug sein. Wenn ich mir die vorderen Reifen angucke, was hat denn das bitte für einen Wendekreis? Ah, easy, alles easy. Ich muss sagen, Peter ist schon mal, ne, zumindest gut dabei, der hat 3 Reifen benutzt, ne? Oh Gott, hat das jemand vergessen? Nein. Oh mein Gott. Hä? Uiuiui. Wieso geht das nur vorne hoch? Der geht hinten hoch. Oder ist da vorne? Moment, wo ist vorne und wo ist hinten? Das weiß ich noch nicht. Ja, na gut, die Spitze ist vorne. Ach so, natürlich. Bei so einem Doppel. Welches Flugzeug hat denn die gerade Seite vorne? Die Doppeldecker sind doch... Also hier ist doch normalerweise bei so einem Doppeldecker vorne. Ja, okay, ich verstehe, was du meinst. Lol, vielleicht mache ich... Ja, okay. Ist egal. Wieso ist das jetzt so? Was soll das jetzt hier? Wieso ist Klammer das auf einer Minuten Seite? Ab dann noch. So. Der gibt keinen Sinn für mich. Eieiei, okay, da sind auch einige Schubdüsen am Berg. Ja, okay, dann gehst du vorne hoch. Nee, dann ist das aber auch... Wieso ballert die vorne so viel mehr? Okay, jetzt ist das auch eher wie so ein Jet. Ja, genau, so wie ein Jet habe ich mir das auch gedacht. Aber die Schubdüsen sind alle gleich eingestellt, die nach oben gehen. Wieso ballert das vorne mehr als hinten? Oh lol, weil ich vorne leichter bin als ja, hinten. Ja, natürlich. Du hast da hinten die ganzen Schubdüsen drin und so. Das ist ja voll logisch. Da muss ich die Schubdüsen hier... Oh Gott, das ist ja hier alles schon wieder nicht symmetrisch. Hier hast du noch eine Antenne. Du bist vorne schwerer. Das ist ja nett, dankeschön. Was ist hier überhaupt? Ey, das ist hinten wieder krasser. Moment. Ja, kein Problem für mich. Kurz Pause, muss leider echt dringend auf Toilette. Ach, Bram, ey. Alter, Bram, ey. Er muss sich wahrscheinlich nur überlegen, wie er sein 4-räderiges Fahrzeug auf 3 umwandelt. Der hat fast alles fertig gehabt. Komm ich zu dem, wie sei, Bram. Du hast ja 4 Räder, ey, so, oh, scheiße. Okay, weiter. Noch 7 Minuten. Das ist ja kein richtiges Hopsen. Ja, ja. Wurde mal wieder von hinten genommen, der Bram. So. Was musst du denn noch machen, wenn ich mal fragen darf? Ja, das ist ja hier alles, die Hälfte ist nicht angeschlossen. Ich bin der Killerpimmel, ey. Hops! Ach, das hat funktioniert. Du kannst fliegen, Peter, musst du einfach gedrückt lassen. Ja, aber früher oder später wird sich das dann leider in die falsche Richtung entwickeln. Ja gut, Flieg! Also 6. Oh Gott, jetzt sieht echt aus wie Pimmel. Der Pimmel in der Luft! Die anderen sind noch nicht angeschlossen, das ist jetzt doof. Ja, fast richtig gelandet, Anna. Sehr schön. Aber weißt du noch, leider 6 nur fast. Minuten? Ich fahr mal gucken, was Jonathan. Ich hab noch 6 Minuten, um Gottes Willen. Ja, alles klar, ja, viel Spaß. Mach's aus! Oh Gott. Ja, die wahnsinnig. So, was ist denn hier? Eieiei. Eieiei. Eieieiei. Das sieht nicht mal nach, dass Warte mal. Sieht nicht mal so ganz Sternenzerstörer-mäßig aus. Nee. Ach, da ist der Reifen ist doch noch dran. Ich dachte, der wäre ab. Nee, der Reifen ist dran. Also ich kann mittlerweile richtig gut lenken. Wie hast du das gefixt?
die Schubdüsen helfen. Ja, okay. Also halt so wirklich, das ist, ich bin sehr erstaunt. Okay, 6, 2, 3, 6. 6, 6. Okay, du hast das Potenzial zumindest voll ausgeschöpft, oder? Ja, sieh. Nee, nach hinten, oder? Oder hast du die auch nach hinten? Doch, nach hinten hast du die da drin. 30 Schubdüsen. Holy shit, das Ding sieht irgendwie gefährlich aus. Warum lenkt er jetzt nicht mehr? Ah ja. Fast ein Wendekreis wie Panzer. Nicht ganz. Ja, ich finde das eigentlich ganz okay. Ja. Da kann ich schon gut über den Boden sweepen. Bist du denn überlegen, auch, ob ich. Bist du denn. Also, du bist, glaube ich, relativ schwer, kann das sein. Du hast, bringen deine Schubdüsen, die nach unten zeigen, irgendwas? Naja, die zeigen halt nicht wirklich nach unten, ne? Also kannst du halt knicken. Hatte ich erst gehofft, aber hier guck dir halt hinten an, das ist ein Winkel von 10 Grad oder sowas, wenn überhaupt. Das ach so, nee, nichts. Ich meine die wirklich nach unten, die dich fliegen. Ach so, lassen. Die! Uiuiui. Ja, gut, ist zum Umdrehen. Ja, die sind zum Umdrehen. Das ist richtig. Okay. Da hat Reifen verloren. Oh Gott. So, jetzt muss ich die noch hier verbinden, den Spaß. Ja, krass. Weißt du, hier, guck dir mal diese, guck dir mal die Funktion an, pass auf. Oh mein Gott. Oh fuck, das, die hängen ineinander. Ich wollte gerade sagen, das geht auch hundertprozentig ineinander. Wobei. Nee. Dadurch, dass die schon. Dinger oben hochgehen, passen die genau in die Lücken rein. Als ob du das so ausgeklügelt hast. Weil das, ja, sieht das so wird aus, bestimmt nicht buggen. Wenn das unten ist, sieht das nämlich so aus, als würde es nicht passen. Weil dann sind die auf einer Linie, aber irgendwie. Oder die verschieben sich. Na, ich habe einfach verschiedene Längen da gemacht von den Hebeln. Ja, weil du gehst ja eh davon aus, dass du ein Fahrzeug jetzt dann dazwischen haben wirst. Also das wird auf jeden Fall buggen. Genau, ich werde da schön hier, weil ich bin hier, dann schnappt er zu jetzt, zack. Aber wenn da hier mal so was wie Druck gäbe, dann könntest du einfach Sachen zerquetschen. Ah, und schon sind die Sachen ineinander gewesen. Ja, aber das wird doch niemals buggen. Ja, 200 Minuten noch. Bin ich abgefahren, dass du schon fertig bist. Ja, ich hab die Kackpause genommen, um zu malen, ne, von Bram. Ah, okay. Ja, gut. Bis ich da bin, sind nur noch 2 Minuten. Ich gehe mal, ich fahr schon mal zurück. Dann bis gleich. Ja, finde ich aber gut, ne? Ich finde gut, dass es mit den Schubdüsen bei Jada nicht so ausgekommen ist, dass die irgendwie nach unten zeigen. Da haben wir doch keine Diskussion. Finde ich super. Ah. Die letzten 2 Minuten, beziehungsweise anderthalb, die haben die Leute wieder Zeit, noch irgendwelche Sachen zu machen. Und da zu finalisieren. Ich hoffe, das Fahrzeug, was heute gewinnt, ist etwas besser fahrbar. Weil so schlecht fahrbar war es eigentlich gar nicht, muss man mal sagen. Ne? Also mit dem anderen Fahrzeug, was ich gebaut habe, geht das auch nicht besser. Ja, dann ein Minütchen haben die noch. Peter hat ja 15 Sekunden drauf, dürfen wir nicht vergessen. Den ziehen wir einfach als letztes in TS, dann kommt er den. So, gehen wir mal hier runter. Ziehen wir mal den Jonathan und den Sebastian. Zeit ist um. Ja. Oh, Peter, yay, hat ja noch 10 Sekunden. Weiß zwar nicht, was er damit macht, aber. Die sind wichtig. Die sind sehr wichtig. Für das Wissen, dass man es hat. Ja. Damit haben wir jetzt auch die 15 Sekunden von Peterchen abgewartet. Oh, das war jetzt aber nochmal schnell am Ende. Fertig. Ja, wir haben sehr unterschiedliche Ansätze heute, muss ich sagen. Obwohl die Vorgaben doch so strikt waren. Nö, waren die gar nicht. Findest du? War ja nur bestimmt. Also, ich meine, Dreirad? Was willst du denn da? Also, Dreirad und Schubdüsen haben wir gesagt. Fertig. Ja, aber was willst du denn da viel noch machen? Ja, aber Dreirad ist so ein Dreirad. Ja, richtig. Außer hat vier Räder, ne? Außer hat vier Räder. Das ist richtig. Oh, nice, ey. Ja, aber die Hälfte der Zeit hattest du ja, glaube ich, ungefähr noch, da ein Dreirad draus zu machen. Ja. What the fuck? Ja, Bram hat Bram sich verzählt. Eventuell hatte der vier Räder. Was? What? Ja, hat da schon jemand seins gespawnt? Sepp, ist da deins schon? Ja, Sepp, gucken wir uns mal an. Der hat eh schon da steht. Stand auch direkt. Ja, der hat hier gebaut. Stand noch, du warst halt zu schnell. Ja, der hat hier gebaut.
Ja, Sebastian. What the fuck? Ist J-Rob schon da? Ich habe noch gar keinen miesen Kommentar gehört. Da. Ja, okay. Der rennt schon hier rum. Also die Reifen haben, glaube ich, eher so eine... Gar keine Funktion. Genau. Mehr. Weil ich gemerkt habe, dass, was ich mir vorgestellt habe, das funktioniert alles nicht. Und dann hatte ich noch 5 Minuten. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt ist auch egal. All in. Jetzt ist auch egal. Du hast nur mit 2 Reifen benutzt, das ist okay. Ja. Was wolltest du auch gar keine Reifen mal benutzen müssen. Wieso ist denn... Hä? Also die Stange an dem vorderen... Das ist vorne, ne? Ja. Die Stange an dem vorderen Reifen verstehe ich noch nicht so ganz. Die Reifen sind total egal. Das ist einfach so gewachsen. Ach so. Weil das alles nicht so funktioniert mit den Reifen, wie ich mir das vorgestellt habe. Sollten die Dinger, sollten die Schubdüsen wie Reifen sein? Nee. Nee, ich glaube, der fliegt. Boah. Eigentlich war die Idee, ein geiles Fliegeding zu bauen, aber das ist ohne Gyro, glaube ich, kaum möglich. Ja, gucken wir mal. Muss halt ein bisschen Klavier spielen nachher. Ich dachte, mit den Reifen kann ich sowas wie ein Gyro bauen, aber das hat leider nicht funktioniert in den Tests und jetzt, ja. Oh oh. Gucken. Ja, du musst nur 9 Knöpfe bedienen, wenn ich das richtig sehe. Ja, gut. Ja. Mein Ansatz sieht da doch ein bisschen anders aus. Ja, zeig mal. Vielleicht auch. Jay sieht auf jeden Fall gefährlich aus. Ich hätte Angst davor. Sieht gefährlich aus. Ich weiß nicht, ob die anderen. Also, das ist schon mal die maximale Anzahl an Schubdüsen. Oha. Wofür so viel habe ich schon mal gezählt. Ach, Kacke. Okay, ja. Okay, ich erkenne ein Muster. Ich glaube, er will mich hochheben. Ja. Das ist ein Dreirad. Wenn ihr sehen wollt, warte. Also, ich finde dieses. Ja, das sieht man ganz gut. Das sieht man von außen. Oh mein Gott. Nein! Das hat runtergemalt. Nein, der Reifen ist sicher gemalt. Korrekt. Dann haben die extra so gemacht, um von unten das Ding anzumalen. Was hast du denn da drunter gemalt? Was ist das? Ist das ein Gesicht? Nee. Ja, irgendwann ein komisches Muster. Für Bram ist das ein Gesicht. Und dann habe ich die Imperiumsmucke im Hinterkopf laufen lassen. Inklusive Körper, Peter. Ah, stimmt, ich erkenne es aber. Der Reifen ist der Kopf, der ist aber abgetrennt. Genau. Ja. Yeah. Ja, cool. Sieht cool aus. Ja, sieht gefährlich aus. Okay. Peter. Aber mal. Ja, ich wollte hast heute was gemacht am Braunen Baron. Ich wollte einen richtig coolen Fighter Jet. Braun Baron. Einen richtig coolen Fighter Jet. Und der war ja erst aus geworden. Der ist der schwarze Baron. Oh. Ich war tatsächlich erst verwirrt. Ich habe gedacht, hier hinten ist vorne und das wäre ein Doppeldecker. Jo, das würde auch hinkommen. Aber ist es nicht. Das ist ein Jet. Aber Peter kann lenken. Ja. Und Peter kann lenken, krass. Oh, du hast doch vorne noch eine Lenkung reingemacht. Oh. Interessant. Oh, lol. Geil, oder? Oh mein Gott. Bei so einem asymmetrischen Fahrzeug stehe ich wieder eins, mein Freund. Wie hast du das denn hingekriegt? Ja, Lack, glaube ich. Das Schöne ist, sobald ich in der Luft einen. Aber da sind nicht 30 Schubdüsen drin verarbeitet oder doch. Das ist tatsächlich meine große Ingenieurskunst, in dieses kleine Objekt 30 Schubdüsen zu bringen. Krass. Und hast du dann noch jeder nicht überhaupt abhebst, nicht. Jeder okay, Millimeter ist benutzt. Holy shit. Ja, geil. Stark. Also hast du die 4 vorne. Ja, stimmt, da sind die 4. Die hier hattest du ja gelöscht. Die sind wieder drin. Ja, krass. Ich bin sehr, also sieht sehr abgefahren aus. Ich finde es sehr schön. Ja, ich habe aber eine große Schwäche. Aber mal gucken, ob wir die rausfinden werden. Glaub, also, wenn ich mir Jays Fahrzeug angucke. Ich heb dich mal hoch, würde ich sagen. Ja, auf aber da fliegst du mit mir weg. Sobald du in der Luft berührt wirst, machst du einen Abgang. Aber ich finde es auch sehr spannend, dass man das von 2 Seiten aussehen kann. Ja, ja, also ob, cool. Du, ob das jetzt quasi der Baron ist oder der falsche Jet. Fehlt noch Dennis. Jo. Also ich bin ja der Zählemeister. Was? Der Erzählemeister. Ha! Okay, der war nicht schlecht. Cool. Und jetzt? Nicht verstanden. Ja, weil er sich bei den Reifen verzählt hat. Ja. Und bei den Schubdüsen. Wieso hast du er hat einen Leberfleck. Auge? Wait, was? Bei den Schubdüsen hast du dich auch verzählt? Ja, ich hab nur 4. Jeder Seite, oder was? Aber das ist egal. Das ist egal. Ich muss gar nicht mehr gewinnen. Alter, wir haben 2 Regeln. Boah, ich hab keine gebrochen. Nee, ja, doch. Ich dachte, als ich mir die Schubdüse angeguckt habe, das wäre halt so, wow, dass das Fahrzeug so groß ist. Nochmal! Komm schon!
Das sieht aber auch aus, als ob der sehr beweglich ist, das Ding. Traurig. Als ob ihr so easy fliegen könnt! Ja, das war auch mein Plan, aber... What the fuck? Ja. Alter... Deswegen, ich wüsste auch gar nicht, was ich mit mehr Schubwischen machen soll. Also ich kann's auf jeden Fall nicht, sagen wir mal so. Ja, gucken wir mal. Sehr schön. Ich freue mich, in einem dieser Fahrzeuge in der nächsten Folge fahren zu dürfen. Ja, das alles ist besser als das, was du diese Folge hast. Ja, das, also ich muss sagen, fahrtechnisch war das gar nicht so schlecht. Nur der Ton, der hat dann... Ja, das ist ein bisschen nervig, ne? Bei Bram, ein bisschen, ne, wie bei Rotterdam Terror Corps. Stehst du bei dir in der Ecke? Ja. Bei mir neben mir. Du stehst direkt neben Sepp. Okay. Also nur so... Danke. Meine Ecke. Wo stehen wir denn? Oh, lol. Nee, Moment. Let's fuck. Ja, heute ist das doch eine sehr illustre Runde, muss ich sagen. Jeder hat drei Leben, wie immer. Weil der Sitz den Boden, also draußen ist und das Fahrzeug dann den Boden berührt, ist Ende. Bei Peter ist das eher da, ne, da wo der, da wo die Eier sind. Da bei Kimi. Ne, da wo der Schaft anfängt. Ja, wir brauchen so ziemlich in der Mitte, bei Sepp auch in der Mitte, bei Jay so ein bisschen hinten. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir zur ersten Runde. Mal gucken, was passiert. 3, 2, 1, go. Mal gucken, was passiert. Oh fuck, ja. Bin verdrückt. Ach komm, weißt du, wir probieren einfach mal. Jay hat schon mal aufgemacht. Oh nee! Sepp orientiert oh, sich. Oh nee! Mehr. Oh, das sieht schlecht aus. Oh, da ja, easy! Der fliegt aber. Ja, Bram ist noch nicht draußen gewesen. Nee, nee, der fliegt doch. Oh shit, nee, aber ich bin draußen gewesen. Nein, ja? Peter ist raus. Ja, ich bin raus. Peter ist raus. Alter, wie ich mich verdrückt hab. Ja, ich komm gleich wieder. Wo ist der hin? Bin weggeflogen, hatte keinen Bock mehr auf den Scheiß. Alter, ich hab zwar nicht die meiste Power, aber ich bin echt beweglich. Das ist gut. Seht ihr das schon, für die nächste Flugfolge müssen wir so die Donnerkuppel bauen oder so. Damit wir die wegfliegen. Alter, wie ich über die beiden drüber gefahren bin, um auszuweichen, dass ich sterbe. Das war nice. Das war selbst nice. Ja, ich fand das ganz schön nice von mir, der Move. Wir vermissen uns. Da kommt Bram. Da ist ein Baum. Wo ist Bram? Da ist Bram. Da hinten. Bei Bram drehen die Reifen durch, wenn der Vollgas gibt. Ich habe auch nicht den Motor, den habe ich nicht annähernd auf volle Pulle. Was ich aber weiß, dass Peter sein erstes Leben verloren hat. Ja, traurig. Alle anderen haben noch drei, aber mal gucken. 3, 2, 1, go. So, Sepp braucht wieder ein bisschen. Der kann ja nicht fahren. Oh, was macht Sepp kleiner eigentlich? Penner. Bram ist einfach mal ausgewichen. Oh, Peter. Nee, rückwärts greift er jetzt an. Ja, komm, da können wir noch reinfahren. Jetzt wird wieder gedreht. Oh, Peter ist ganz schön stark im Rückwärtsgang. Oh shit, nee, nicht überhaupt nicht! Aber nicht mit Bram! Und Peter hebt ab. Und landet in der Arena. Nice! Auf dem Kopf. Nee. Oh, Bram! Und er fliegt wieder. Tschüss! Ich hab's unter Kontrolle sofort. Ja, ja. Wo ist er denn? So, bei dem Rest noch. Wo ist Bram denn? Da! Er fliegt noch! Oh, yes. Nein! Oh Mann, schade. Ich dachte für einen kurzen Moment, ich könnte es unter Kontrolle bringen. Ah, schön. Ja, Sebastian braucht immer ein bisschen, bis der loskommt. Ja, ich habe ihn noch nicht wirklich bewegen gesehen, sondern einfach nur schweben und sich dann alles dann angucken. Das Problem ist, er kann das halt auch, glaube ich, nicht schneller machen. Ne? Also ich würde ihm jetzt nicht vorwerfen, so von wegen, mach mal schneller, weil er kann ja gar nicht anders nach vorne. Ja. Weil sonst würde ich sagen, guck mal, deine Sterne nach vorne kommst, aber das geht einfach nicht. Ja, vielleicht wird das. Also ich teste jetzt mal was. So, ja, alle wieder da. Ihr steht auch alle in euren Ecken, ne? So zur Info. Peter und Dennis haben jeweils ein Leben weniger. Sebastian und Jay können noch aus den vollen drei schöpfen. Willkommen zu Runde 3. Mein Gott, ich habe mal mitgezählt. 3, 2, 1, go! Oh mein Gott, what the fuck? Sepp kann ja doch nach vorne! Und ist direkt mittendrin statt nur dabei! Und bin raus. Ist raus. Alter. Okay, na ja, gut. Das war jetzt ein bisschen traurig. Vielleicht alles. Auch ein bisschen langsamer war. Alter, wie schnell er doch war. Das hat mich gerade mega überrascht. Auf einmal kam der da an, ey. Vorher das, schön. Das ist das Problem. Das, ja. Er ist halt sehr leicht, ne? Ja. Oh, ja, Jonathan. Hi. Auf 3. Als einziger. Will da jetzt nichts auf irgendwas hinweisen, aber wollte ich mal gesagt. Deine Mutter. Vierte Runde. 3, 2, 1, komm.
Jo, ah, Alter. Oh, Jonathan, ah, du bist natürlich direkt. So schnell bin ich gar nicht aus. Da, Alter. Konntest du den aber nicht rausschieben. Der Baum ist nicht Boden. Oh, shit. Jetzt muss selbst sich erstmal wieder umdrehen. Währenddessen wird er mit Jonathan spazieren. Oh, Gott. Oh, nee, nee. Nee, das war auf Linie. Ah, oh, selbst steht wieder. Währenddessen wird hier getanzt. Nee. Ich war vorher auf dem Boden. Oh, mein als ob der mich mitgenommen hat. Holy shit. Felsen zählen nicht und Bram hat einfach mal den Flieger gemacht und Jay sogar mit hochgehoben. What the fuck? Als ob du mich mitgezogen hast. Okay, das war not bad, Alter. What the fuck? Ja, ich bin, also die Testflüge, die haben auch gar nicht so schlecht funktioniert, trotz dieser ganzen Ungleichheiten. Als ob der mich einfach mitgenommen hat. Ja, bei uns ist alles gleich, ne? Für die nächste Runde haben alle zwei Leben. Ne? Das heißt, ihr könnt wieder voll reinheizen. Runde, ich glaube 5. 3, 2, 1, go. Oh, Leute. Einfach in die Mitte. Oh, shit. Oh, da tut er aber. Aber ich habe ja eine Bremse selbst integriert. Einfach ausgewichen. Ja, schon Jay. Und Jay. Oh, Jay wird übergeben. Oh, falsche Taste. Peter, Jay ist gerade kurz geflogen. Ach, scheiße. Hast du das gesehen? Oh! Hallo Sepp. Was passiert hier? Okay, wenn ich hier bleibe. Nee. Bruder! Oh nein! Nee! Oh, nein. Mist. Hey, Peter war auf. Oh Mist! Hier bei mir. Echt? Okay. Ja. Dann. Okay, also, weiter! Bram hängt okay. Hier oben noch. Bram, du musst mal runter. Ja, ich arbeite dran. Nope! Ja, das eure scheiß Fliegedinger, ey! Tschüss, ich muss da hoch. Dann ja, ist Bram, die Nacht, mein Freund. Oh! Hier, weg mit dem Bram! Oh. Oh, hey, nee. Oh! Das war doch jetzt gemein, ey. Raus da! Ich flieg immer weg, ey. Das war timingstechnisch jetzt nicht so glücklich. Scheiße, ey. Ja, tut mir leid, dass ich für Verwirrung gesorgt habe, aber natürlich zählt das, was der Schiri sagt und nicht, was ich sag. Ja, also der Schiri kann sich natürlich auch leid, vertun, ne? Aber tut mir wirklich leid. So will man ja nicht die Punkte holen. Ich muss mal ganz kurz hier neu aufstellen, ich habe mich ein bisschen ineinander verhakt. Ja, okay, nee, bei Jay scheint doch noch alles okay zu sein. Okay. Hoi, 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 also das ist ja heute, hui, habe ich mich übertroffen. Das funktioniert, alles ja, das mit der Fliegerei ist alles immer sehr irgendwie seltsam zu bewerten. So, wie sieht denn aus? Sepp 2, Jay 2, Peter 2, Bram nur noch 1. Und ich glaube Runde 6. Ja, müsste eigentlich hinkommen. Alle bereit? Ja, gut. 3, 2, 1, go. Oh, Jay. Kommt er nicht ganz ran? Oh, Lol. Ist da. Och, Bram, worden. Ey. Weißt Alter, du, da wollte ich den Jay ein bisschen ärgern, da kommt der Bram an. Sorry. Da war der Sepp noch nicht hoch genug. Na, ich wollte den Jay ärgern, aber durfte ihn nicht. Ja, Rüdiger, wär's mal nicht so tief geflogen. Ich mach Rüdiger. Rüdiger. So, Leute. Rüdiger. Bitte nicht so tief, Rüdiger. Der ist gerade gemutet, ich weiß nicht, ob das so sein muss. Ja, irgendwer hat da rumgeschrien, glaube ich. Ja, gibt kurz rechts, links und dann geht es weiter. Ich gefettfingert habe, seit wann bin ich gemutet? Ach so. Ja, ey, ich habe das auf meinem Numblock hier alles liegen. Ich habe halt wahrscheinlich einfach auf Mute gedrückt. Also wenn ich nicht okay. Mehr reden sollte, wundert euch nicht. Sagt einfach, dass ich nichts mehr sage. Gefettfingert, ist auch schön. Ja, nice. Ich drück die ganze Zeit auf Mute und so. Ja, mach mal nicht. Okay, das ist mega Song. Anstrengend. Ja, ist schön. Also, Sebastian schließt sich an auch nur ein Leben. Jay und Peter jeweils noch zwei. Kommt zur Runde 7. 3, 2, 1. Spannend. Oh, ja. Jay gibt sich diesmal auf Peter. Sepp hat genug Zeit, da endlich mal an Höhe zu gewinnen. Peter! Warte, welcher Button? Nee, das war falsch so. Oh, 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 oh. Hey, Klamauk! Was passiert hier? Ja, da wird ein bisschen ineinander gebackt. Kein Problem. Ja, guck mal, Sepp hat da auch mal reingetreten, ey. Oh, oh, das muss er aufpassen. Alter, Bram, ey. Könntest du dich nicht verpissen? Ja, du hältst ja. Oh! Oh, jetzt der Konter. Oh, shit, nein. Junge. Das ist alles belastend. Komm, irgendeiner von euch muss doch jetzt mal hier fliegen. Ey, Sepp, jetzt... Aber nicht was ist hier jetzt noch aktiv und was nicht bei mir, Alter? Ich hab keine Ahnung. Ah, guck mal, Peter kann wieder kontern. Alles super. Oh, das ist heute böse. Jetzt aber, guys. Oder? Go! Ja! Ich werte das mal auf der Linie. Ich muss mal runter. Selbst angekommen.
Irgendwie steckt Jay in mir drin, glaube ich. Gibt schönere Gefühle. Ja, ich glaube Arschloch. Gibt schönere Gefühle. Okay, nee, Bram! Das hat hier mal ein bisschen vorangeht. Berühr mich nicht. Jetzt kann ich wieder das drücken, glaube ich. Alles noch im Bereich des Guten hier. Oh, scheiße, oh, jetzt nicht. Ding, nein! Oh! Ja, aber das war trotzdem Jay? Jay war um also ich glaube ich nicht, war, obwohl ich da noch festhänge. Ich glaube, das war ich. Ja. Oh mein Gott. Fuck! Mann, aussteigen die neue dann Meter. Dann bleibt man in diesem Huren-Peter da hängen, ey. Einfach nichts machen. Ja. Aussteigen überrascht jeden. Bau doch einfach mal so einen dicken Klotz und dann steigst du aus und haust gegen die Fliegenden mit dem Hammer einfach. Aus dem Gleichgewicht. Okay, das heißt, wir nähern uns wieder der Gleichheit an. Jonathan noch ein Leben, Sepp noch ein Leben, Bram noch ein Leben, Peter nur noch immer noch zwei, so rum. Nur noch zwei Leben, immer wolltest noch, du sagen. Immer sag ich. Noch, wollte ich Bram sagen. Ist gemutet jetzt. Ist heute Mute-Spiel? Nee, alles gut, okay. Gut. Ja, alles gut. Runde, ich glaube 8. 3, 2, 1, go. Gab es Runde 7? Ja. Boom! Peter! Ja. Boah, das war Drift, knapp. Junge. Da war mal knapp. Hey. Tschüss. Oh mein Gott. Geh raus. Nein. Ey, mach das doch extra, so, oder? Ja, Spannung. Gescriptet. Als nächstes fliegt Sepp raus. So was darfst du nicht sagen. Jetzt geht die Conspiracy hey. Hoch. Nicht, dass Attila Hildmann demnächst hier über Profi schreibt. Ja, Mann, voll. Mehr Kommentare. Bill Gates hat uns bezahlt. Aber wenn das mal was ja. Ich habe von Bill Gates letztens so einen neuen Xbox-Controller gekriegt, der ist voll geil. Ich sag dir ja, letztens hat er wieder bei mir geklingelt, statt mit der Spritze vor der Tür, aber ich habe gesagt. Ja. Gut, damit auch rechts links. Habt ihr auch alle haben noch ein Leben. Das heißt, für irgendwen wird Runde 9 die erste Elimination-Runde sein. Wird nicht die erste sein. Gucken wir mal für wen. 3, 2, 1, go. Aha, jetzt wird. Oi, oi, oi. Nein, na, komm dann. Da hilft mal wieder. Sepp, du kannst doch nicht Arena. Einfach immer abhauen, ey. Doch, das ist meine Funktion, das ist meine Fähigkeit. Oh, Mann! Oh, ob das nicht. Alles okay, ich hab versucht, Sepp rauszuhauen, indem ich selber. Arschkuh, du, ey. Bram ist raus. Oh, scheiße. Peter, wie angestrengt Jay sich anhört. Ja. Alter, das ist mega anstrengend, ja, weil ich mega Angst habe, dass ich hier rausfliege. Als wenn er ihn gerade selber hochgehoben hätte. Ey, ich spüre es, als wenn ich gewinnen könnte. Okay. Ich spüre es, als wenn, was? Wobei mit diesem Tiefen. Ich habe diesmal mit dem Wagen reelle Chancen. Das würde ich auch sagen, ja. Also, Bram hat als Ersten getroffen. Ja. Verbleiben Sepp, Peter und Jonathan mit jeweils einem Leben. Und wir sind jetzt Runde 10. Gucken, wer ins Finale kommt. 3, 2, 1, go. So will ich aber nicht aufgehalten werden. Oh. Der größte Feind auch die ganze Zeit. Oh, das ist schön. Jetzt könnt ihr, glaube ich, tanzen. Da passt du aber gut. Oh, Peter! Nein! Ich hab sogar falsche Nummern-Taste. Oh, Mann, yeah. Ey. Das ist doch kacke, ey. Fail bei Steuermann. Gefettfingert. Ja, ist halt echt so. Das ist Scheiße. Natürlich jetzt belastend. Ja, richtig. Ich finde das jetzt gar nicht belastend. Was wird denn jetzt also wieder raus? Ja. Oh nein! Fuck. Schönen guten Morgen. Ich dachte, so, Peter hat noch ein Leben. Sepp, jetzt kommt die große Taktik von Sepp. In Wahrheit hat er nämlich eine richtig geile Karre und jetzt geht's richtig ja, jetzt klappen die Räder gleich runter und geht ab, Junge, dann fährt er auch. Yeah, so. Das finde ich abgefahren. Ach, das hattest du damit vor, dass der irgendwie so. Ja, damit ich wieder, wenn ich auf dem Dach liege, wieder vernünftig bin, aber also. Ah, okay. Okay, heute ist das Finale. Jay gegen Sepp. Jay hat heute ziemlich reingehauen, muss ich sagen. Sebastian, ich wette, das wird kürzer als 3 Sekunden. Aber weiß ich noch nicht. Also, Alter, wieso stehe ich so schief? Ja, komm mal vor. Ja, noch ein Stück. Ja. Hä? Stehst wieder schief. Ja, ich weiß das. Ich weiß noch nicht, wie ich mich gerade hinstelle. Möchtest du so stehen bleiben? Ja, ist cool für mich. Ja, mir ist das egal. Für dich cool ist. Mir ist ja, das ist du cool. Du kannst dich auch ja, einstellen. Nein, ja, macht keinen Unterschied. Gut, cool. Dann kommen wir zum heutigen Finale. Es gibt nur eine Runde, weil beide haben nur ein Leben. Mhm. Das heißt, geht jetzt um alles. 3, 2, 1, go. Fliegst du eh hoch. Ja, das kann ich mir nicht vorstellen.
Die Frage ist, wie schnell kommt Sepp hoch? Wieso fährt der nicht mehr? Oh, Jay täuscht Probleme vor. Okay. Ja, das war daneben. Jay scheint irgendwelche Probleme zu haben. Ah, nee, der hat die. Da hat er hingegriffen! Jetzt nur die Frage, was kann jetzt noch passieren? Hä? So würde er Sepp nicht umbauen. Doch. Was? Oh, oh. Einfach drüber geworfen. Einfach drüber geworfen. Bringt das kann natürlich auch nichts sein. Ah, man muss hier ein bisschen aufpassen. Der Löwe spielt mit seiner Beute. Ja, ohne Witz, der ist nicht so leicht. Ja, ich hab schon Antilopen gesehen, denen wurde ein dickes Stück Fleisch rausgerissen, dann sind sie weggerannt. Was mal los? Was ist das für ein vorsichtiges Match, Alter? Nee, doch nicht. Ich krieg den ja nicht, wenn der da oben fliegt. Ja, in einem Flugmatch kann halt passieren, dass einer hochfliegt. Oh Mist! Oi, 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 da hat er mich aber genau erwischt. Nee. Was machst du jetzt, Jay? Das Problem ist, weiß ich noch nicht. Wenn er die Schubdüsen zündet, kommt er nicht am Boden. Da musst du schon irgendwie wegschleudern. Nee, mach mal nicht. Ich glaube, das ist bei Gangbeasts einfacher, Leute zu schleudern. Oh! Oh! Tschüss! Ich komm wieder! Oh, lol! Alter, was sagt denn hin? Komm, flieg runter! Ja! Da ist der Victory, Jonathan! Nein! Alter, das ist voll schwer gewesen. Ich konnte ihn ja nicht greifen von dem. Das hat nicht funktioniert. Oh Mann, ey. Ja, trotzdem herzlichen Glückwunsch, Jonathan, mit diesem Fahrzeug. Ja, Glückwunsch. Glückwunsch. Das heißt, das ist unser Fahrzeug für nächste Woche. Herrlich. Das speichere ich mir gleich. Fun, das ist ganz okay. Ja, das war's mit Profi diese Woche. Nächste Woche macht das Ganze dann wahrscheinlich Martin oder so. Ich bedanke mich mal wieder fürs Zuschauen und dann, bis nächste Woche und schönen Tag noch. Tschüss! Ja. Tschüss.